Hallihallo, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World für den SNES. Das letzte Mal haben wir das Geisterhaus komplett abgeschlossen, wir haben alles erkundet und ja, somit haben wir auch das letzte Geisterhaus hinter uns gebracht, alles abgeschlossen und ja, wir haben dann in diesem einen Level da unseren Yoshi verloren. Oh, Yoshi. Und naja, gut, wir haben dann das Chocolate Secret auch noch abgeschlossen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal hier in Valley of Bowser 2 rein, denn da gibt es auch nochmal einen Secret Exit. Und ich würde mal sagen, den holen wir uns jetzt. Okay, dann würde ich mal direkt mal sagen, Mario Start. So, dann nochmal rein ohne Yoshi. Yoshi. Und wollen wir mal zu der Stelle hin, wo unser roter Glücksglitch Yoshi zu einem blauen Glücksglitch Yoshi wurde. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch von euch an dieser einen Stelle. Au. An dieser einen Stelle war das ja so gewesen, dass, okay, wir nehmen den Panzer einfach mal mit, weil wir es können. Da, an der einen Stelle hier gab es ja diese eine Wand, die immer hoch und runter fuhr. Und die uns eigentlich auch tot zerquetschen könnte. Und ich meine genau diese Wand hier. So. Wir gehen einfach mal rein, weil wir haben unseren Lebenswillen verloren und ja, warum nicht, ne? Was haben wir sonst noch zu verlieren? Ja, so gut. Wir gehen einfach mal hier rein. Danke. Und wir wollen uns nach Möglichkeit nicht tot zerquetschen lassen, auch wenn wir unseren Lebenswillen verloren haben. Oder wahrscheinlich sind wir einfach nur die kompletten Vollidioten. YOLO, ey. So, und, ey, genau, das ist die YOLO-Wand. Aber ich werde die Folge so niemals nennen. Ich werde nie eine Folge irgendwo... Ich werde nie in einer meiner Folgen YOLO schreiben. So, oben oder unten? Ich glaube oben. Deswegen gehen wir erstmal unten lang. Okay, hier ist nichts. Tatsächlich nichts. Okay. So, und, nach meines Wissens ist da auch, ist da, wo bei dieser linken, dieser Einkerbung da links, wo wir gerade waren, ist da auch nichts versteckt oder so. Laut meines Wissens, also, es kann totaler Mumpitz sein, wie sonst auch immer, wie ich gerade da verzapfe, aber was ich, mache, was total kein Mumpitz ist, ist die Münzen da einsammeln und jetzt oben lang zu rennen. Alles klar, gut, das war sogar der richtige Weg, cool. Und, jetzt wollen wir wieder runter. Ey, komm wieder runter. So, und rennen wir einfach durch. So, alles klar, gut. Und zack, tick. Zack, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Und, okay. Jetzt muss ich die Münzen einsammeln. Weil ich es kann. So. Und diese beiden Münzen an der Wand da oder da ganz am Rand. An die kommen wir, glaube ich, nur, wenn wir ein kleiner Mario sind. So, und jetzt wollen wir uns wieder schnell bewegen, weil uns hier wieder von der Wand zerquetscht. Und wir wollen hier stehen bleiben. Hier fahren wir ein bisschen nach oben. Und würden wir jetzt nach rechts weitergehen, Leute, dann kämen wir zum normalen Exit. Und der würde uns dahin führen, wo wir schon mit Yoshi, also wo die Yoshi-Flügel uns schon hingebracht haben. Ja. Das würde also nichts ändern. Also wir springen hier hoch und rennen nach links. So, den total, meiner Meinung nach, total fies versteckten Exit, wo man auch mal sterben kann, was ich auch schon mal geschafft habe. So, den Cooper-Panzer lassen wir einfach mal da liegen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Als ob wir den je gebraucht hätten, aber egal. So, Dankeschön. So, damit haben wir jetzt auch noch hier den nächsten Weg freigeschaltet zur Valley Fortress. Aber die Valley Fortress suchen wir erst ein anderes Mal auf. Wir gehen da stattdessen erstmal nochmal hier in dieses Level Valley of Bowser 4. Okay, dann würde ich mal sagen, Mario Start nochmal. Okay, und was zur Hölle? Was ist das? Ey, mal ganz ehrlich, was ist das? Ach so, natürlich. Es ist ein Chuck, der da... Was macht er da überhaupt? Bullt er da irgendwelche Steine aus oder so? Okay, ich hinterfrag das nicht mehr. Ich kann ihn mit dem Cape wegschleudern? Cool, wusste ich auch nicht. So. Auf jeden Fall kann ich die Chucks mit dem Cape wegschleudern. Das weiß ich ganz genau. So, cool.
Und ihr geht mal alle weg. Ihr könnt, dürft alle mal ein Lavabad machen. So, Leute. Und in diese Röhre, die, hier wollt ihr rein. Wenn ihr einen Umweg gehen wollt. So, aber ihr, hier ist nicht nur ein Umweg, sondern ihr bekommt auch noch eine Feder. Cool, oder? Eine Feder. Davon haben wir ja nicht, noch nicht genug von. So. Und gehen wir mal hier wieder zurück rein. Hier, Mario, bitte. Ach, danke schön. Danke, dass du dich so kooperativ hältst. Und, hier waren wir noch gerade. Natürlich waren wir gerade. Ich habe doch gerade gesagt, dass es ein Umweg ist. So. Und, hüpfen mal hier gegen. Und, hi Yoshi. Du kommst mit. Super. Jetzt können wir sogar den Secret Exit von den Level hier erreichen, denn dafür brauchen wir zwingend Yoshi. Anders wüsste ich nämlich nicht, wie man an den Schlüssel sonst rankäme. So, und das Leben holen wir jetzt total cool. Das war doch super cool, oder? Naja, gut. Ach, sei still, Yoshi. Ja, ich weiß, es war lame. So. Und ihr geht mal alle weg. So, dankeschön. Und hüpfen mal hier rüber und... okay, das war schon ein bisschen Pixel. Also, schon auf dem letzten Pixel, ne? Und warum will ich die Feder einsammeln? Ganz klar, wegen der Punkte natürlich. Punkte hatten wir schon lange nicht mehr gehabt und... Wow, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich lasse es mal da stehen, so. Okay, gut. Hüpfen wir mal weiter und die Zeit geht langsam wirklich flöten. Aber egal, hier irgendwo in der Nähe ist das Ziel. Ist da oben schon eine Wand? Oh, hier ist tatsächlich eine Wand, wusste ich gar nicht. So. Chuck, du gehst mal weg. Ja, ja, Zeit, ich weiß. Wir sind doch schon fast beim Ziel. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, hüpfen wir mal hier hoch. Und da ist auch schon das Ziel. Da ist der normale Exit. Hier ist das Secret Exit. Und ich würde mal sagen, mit Yoshi holen wir uns jetzt mal den Schlüssel hier raus. Und ab da in das Schlüsselloch rein. So. Alles klar, super cool. Der Weg führt uns zur Star Road wieder hin. Super cool. Und wir können jetzt schon theoretisch zu Bowser gehen. Aber Leute, diesen Sack, ne, diesen ollen Sack, den bewahren wir uns hier für die letzte Folge auf. Und von daher würde ich sagen, wir suchen nochmal schnell ein Level auf, wo wir schon, na gut, eigentlich waren wir da noch gar nicht, das wollte ich schon seit längerer Zeit machen. Jetzt tue ich etwas, was ich schon längst hätte tun sollen. Ich gehe in dieses Level rein. Ja, das tue ich wirklich. Wie komme ich darauf? Es ist dasselbe, was zur Star Road führt. Es ist der letzte verbleibende Weg quasi zur Star Road. Es gibt ja 5 Stück davon. 5 Wege zur Star Road und da eine fehlt uns noch. Und deswegen gehen wir jetzt dahin und holen uns endlich diesen verfluchten Weg. Ja, genau. So, ab in... Ja, wie ist das Level nochmal? Soda Lake. Genau, Soda Lake. Ab zum Soda Lake. Ich wollte mal wieder so einen coolen Effekt machen und, ja, genau, wäre ich jetzt super cool oder, ich bräuchte dafür eine Sonnenbrille, dann sehe ich so super cool aus, ne, und das würde so super gut zu meiner super cooles gerade passen und, wir starten das Spiel, also das Level, besser gesagt, so. Und von diesem Level habe ich ein bisschen sehr Respekt, ein bisschen sehr viel Respekt und das noch untertrieben. Warum habe ich davon so viel Respekt? Wegen dem Typen da! Also hier, den Typen, der im Block sitzt. Torpedo-Ted. Oh ja, wie ich den hasse. Ich hasse den! Kann man den nicht irgendwie töten oder so? Okay, das war's mit Yoshi. Okay. Okay, okay, okay. So, er mit der Yoshi-Münze. Okay, das war verdammt knapp mit Torpedo-Ted. Und soweit ich weiß... Au. Soweit ich weiß, kommt Torpedo-Ted wirklich nur hier vor. Au. Okay. Vielleicht ist es wirklich gut, als kleiner Mario hier durchzuschwimmen. Vielleicht aber auch nicht. Hilfe. Mutti. Äh,
Okay, wir lassen den Fisch mal kurz vorbeischwimmen. Und das ist eigentlich nur eine Ausrede, damit ich hier möglichst viel Zeit verplempere, damit hier die Torpedo-Tets ein bisschen mal wieder runterkommen. Okay, gut. Rein da. Hilfe. Hilfe. Oh, das war fast gar nicht knapp oder so, dass ich als da unten rumschwamm. So. Yoshi-Münze geholt. Alles klar, super cool. Holen wir uns noch die hier. Oh Gott, die. Okay, wir haben alle Yoshi-Münzen an diesem Level. Und Fischis. Oh Gott, Hilfe. Au. Au, dieses Geräusch hat jetzt wieder Ohrbluten verursacht. Ich hasse dieses Geräusch. Kann man das nicht irgendwie abstellen? So wie diese Torpedo-Tests, kann man die nicht irgendwie abstellen? Die sind so nervig. Okay, die Fischis sind genauso nervig. Torpedo-Ted, hör auf. Ich bitte dich einfach auf. Okay. Ja, Zeit ist mir gerade Wumpe. Okay. Fischis vorbei, schwimmen und... Okay, gut. Okay, gut. So, Leute, wir haben das Level geschafft. Ich meine, wir haben das Level natürlich geschafft. Wir sind super cool. Und zu diesem Screen hier kann ich nochmal sagen, hier ist es dann wirklich geschafft, noch zu krepieren. Ich bin nämlich als kleiner Mario, aber ich weiß nicht, ob ich da klein war, auf jeden Fall, bin ich ja hier so lange gelaufen und bin in dieses, ja, hier reingeraten, in dieses Stück Wasser hier. Und weil der Controller nicht mal so wollte wie ich, hat er Mario einfach mal kalt ersöffeln lassen. Wir kriegen nicht mal Star Points oder Star Point Punkte Konto. Für die ganzen Trotz, die ich hier durchgelatscht bin. Okay. Finde ich legitim. Hauptsache, ich hab's hinter mir. So. Okay, Leute. Damit hätten wir jetzt auch endlich mal dieses Level hinter uns gebracht. Und, auch dieser Weg zur Star Road liegt nun offen. Okay, alle Wege zur Star Road sind nun frei und ich überlege gerade, fehlt uns noch irgendein Level. Ich weiß noch, an einer Stelle oder an einem Level fehlt uns noch, da fehlt uns noch die eine Yoshi-Münze. Und ich würde da gerne mit einem Yoshi noch reingehen, weil da für diese Yoshi-Münze müssen wir ja klein sein. Und ich überlege gerade, ich hoffe, also eben bin das jetzt nicht übel oder so, aber ich hole jetzt nochmal einen Yoshi aus der Top Secret Area. Es ist wesentlich leichter jetzt. Ja, Yoshi ist toll. Es ist wesentlich leichter, als jetzt Yoshi irgendwo in einem Level zu suchen, wo er irgendwo sich irgendwo irgendwann befindet oder so. Und darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Nee, deswegen gehe ich in die Top Secret Area und hole mir da einen Yoshi. Und dann das. So Leute, ich habe gerade versehentlich die Aufnahme abgebrochen. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein jetzt und Mario Start. Okay, alles klar, alles easy, alles cool. So. Okay, da werden wir schon wieder von Thru-Pass angegriffen. Lass mich alle in Ruhe. Alle weg da. So, alles klar, gut. Wir wollen jetzt möglichst nicht, wir wollen möglichst, nach Möglichkeit keine Power-Ups einsammeln. Geh mal weg. Alles klar. Was wir allerdings einsammeln wollen, das sind die Yoshi-Münzen natürlich. Warum wollen wir die einsammeln? Weil wir es können, natürlich. Naja, eigentlich weil... weil uns die Yoshi-Münzen hier in diesem Level ja noch fehlen. Und daher... Machen wir es doch einfach mal, ne? Okay, da oben geht es doch nicht weiter. Ich hab mich gerade gewundert. Hab ich so gehört, boah, geil, hab ich jetzt voll das coole Secret entdeckt und so. Da dachte ich dann so, doch nicht. Okay, so, Stern her! Alles klar, super cool. Wir übermähen euch wieder alle. Ihr habt keine Chance.
Und die Yoshi-Münze. Alles klar. Gut. Yoshi-Münze Nummer 2. Alles klar. Gut. Und nicht in den. Kein Mittelpunkt. Okay, gut. Dann wäre man nämlich ganz groß wieder. Wir wollen aber klein bleiben. Scheiße, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. So, willst du mich verscheißern? Nee, doch nicht. Okay, gut. Ich dachte schon, das Spiel wäre so assi und würde mich da nicht mehr hochlassen. So. Alles klar, gut. Da hätten wir es jetzt auch geklärt. Endlich diese verfluchte Yoshi-Münze. Yoshi-Münze Nummer 3 war das. Alles klar, gut. So, und jetzt holen wir uns noch die anderen beiden, die noch ausstehen. So. Aber da ist die eine. So. Jetzt dürfen wir auch schon wieder Power-Ups einnehmen. Super cool. Bitte. Wir rutschen hier runter. Das will ich nicht. Das mag ich nicht. So. Hier rein und aus was für Gründen auch immer, holen uns dann noch die Münzen. So. So, da kommen wir nicht vorbei. So. Yoshi, warte da mal. Wir holen dich gleich mal. So. Nachdem wir die Yoshi-Münzen hier noch geholt haben. Und wir haben jetzt hier auch alle Yoshi-Münzen. Alles klar, super cool. Das ist doch cool, oder? So. Hier ist noch irgendwas. Nein, da ist nur das Ziel, wo wir gerade rüber geflogen sind. So. Okay. Peace. Mhm. Alles klar. Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Und, Junge, jetzt haben wir ganz viele Sachen gemacht, von wegen, was wir noch machen sollten, ne? Irgendwas war da aber noch, oder? Da erinnere ich mich doch noch, da hatte doch irgendwas gefehlt, oder? Ne, Quatsch, das haben wir ja schon gemacht, das war bei auf Chocolate Island. Das war das erste Level oder so, wo uns angeblich ja noch die erste Yoshi-Münze gefehlt hat, aber nein, habe ich ja schon alles gemacht. So, hier in Forest Secret Area, fehlt uns noch ein weiteres Secret, was ich noch gerne zeigen wollte. Ja, aber dazu suche ich erstmal einen blauen Yoshi. Ganz einfach deswegen, weil es mit dem am einfachsten geht. So, da haben wir auch alles abgeschlossen. Wir haben sonst wirklich alles abgeschlossen. Hier in Chocolate Island 5 fehlt uns noch ein oder zwei Secrets fehlen uns da noch. Aber schaffen wir schon, ne? Kein Ding. Alles klar, gut. Das nächste Mal werden... Nein, ich wollte doch nicht ins Geisterschiff. So, ich wollte hier rein. So, danke. So, das nächste Mal sehen wir uns dann irgendwo in einem dieser Level hier, die wir noch ausstehen. Entweder hier... Weil ihr auf Bowser 4, die Festung oder das Schloss. So. Alles klar, Leute. Dann würde ich aber sagen, das war's für heute. Bis dahin, ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Kassowski-Kinders. Bis dahin.